Guten Morgen, liebe Leute. So, ich schau mal kurz beim Trödler rein, was es da so gibt. Vielleicht finde ich was Schickes. Und danach hole ich das Auto, dann fahre ich mit Marlies frühstücken. Aber heute ist der Achim da, der macht Vertretung für mich. Haben wir ein bisschen Zeit. Da saugt jeder. Tja, hab nichts gefunden. Bis auf ein großes Familientablett. Hier so eine Drehscheibe hier für den Tisch. Liegt natürlich gerade auf dem Kopf. Ne? Fahr zu dem Italiener hier. Zaubernd. Hast du schon gesehen, dass es hier hinten Knöpfe hat? Wir sollten nicht sehen mit dem Monsterpullover. Ja, schön altbacken. Findest du, sieht altbacken aus? Ja, ist alter Stil, mag ich ja. Komm. Also du findest altbacken schlimm, ich finde altbacken. Okay, Schrauben haben wir gekauft, auf alle Fälle. Ja, doll war der nicht jetzt. Ne? Was essen waren wir schön. Schrauben haben wir gekauft, einen Wäschekorb, ganz banale Dinge gerade erledigt. Jetzt geht's wieder nach Hause. Dann wird die Kleine ein bisschen bespaßt. Schneiden gehen in der Kammer des Schreckens. Ich hatte diese Kleine bespaßt. Na dann. Geh ein bisschen auf den Hof. Dir? Reicht, ja. Muss mal gucken. Die läuft so gerne. Die freut sich immer. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ich brauche Kinder. Wo ist die Mama? Wo ist die Mama? Guten Morgen, liebe Leute. So, also. Ich habe mir heute ein kleines Spielzeug bestellt. Und zwar ein Street Booster. Street Booster Mann. Erstens mal zum Testen, wie es funktioniert, wie das läuft, wie es sich fährt. Das ist ein E-Roller. Ja, und wollte ich einfach mal testen, wie es sich fährt, wie der so ist.
Und natürlich dann letztlich nicht für mich, sondern eigentlich habe ich gedacht, vielleicht Vermietung. Vielleicht. Ja, das schauen wir mal. Bin mal gespannt. Weil die Leute werden ja immer fauler und ich sehe die alle mit diesen Rollern rumfahren. Und keine Ahnung, vielleicht schaffe ich das ja auch, dass ein paar Leute bei mir so ein Ding mieten. Müssen wir schauen. Also, na gut. Ich bin gespannt. Er kommt nachher, hoffe ich. Und dann werden wir ja sehen, was wir damit machen. Gut, ich gehe jetzt kurz mal runter. Ich bin jetzt gerade ein Video am Hochladen, ne, den Vlog. Und ja, wenn ich wieder hochkomme, dann schauen wir mal. Frühstücken, vielleicht irgendwo hingehen, mal sehen. Wie gesagt, Marlies braucht noch Betreuung rund um die Uhr sozusagen. Die hängt ja hier durch die Gegend mit ihrem Bein. Das soll nicht sein. Habe ich mir jetzt die Woche mehr oder weniger schon wieder freigenommen. Mehr oder weniger. Ich bin zwar hier, bin auch ein bisschen unten und so, aber wie gesagt, nicht so die ganze Zeit. Also ich bin jetzt kaum im Laden. Ist dann halt abends noch ein bisschen repariert. Da gar nicht mehr Zeit groß. Ja. Naja, gut. Hört das sehen. Meine Güte, die Pflanze geht da hier ab wie Schmieds Katze. Schaut mal nach oben, dieses ganz, ganz lange Blatt da oben. Was ist denn da los? Ist riesig dafür, dass ich die auf der Straße gefunden habe. Für die habe ich nicht bezahlt. Für die habe ich was bezahlt hier. Zum Retten. Schade, ist nicht ganz hoch genug. Ja, aber doch der andere Topf wäre die bessere Wahl gewesen. Naja, kann man nicht machen. Ja. Den haben wir gestern nämlich auch noch gekauft. Den Topf. Schrauben habe ich gekauft, den Topf habe ich gekauft. Ja, ja, ja. Und jetzt mache ich mich mal auf. Ist egal, ob die Mutti findet, dass es kalt ist. Ja. Haben wir. Nehmen wir gleich mal ein bisschen Müll mit hier. Ne? Pappe kurz wegbringen. Verpackung kurz wegbringen. Und wir haben Schiebsferde gemacht, weil wir einen Kunden haben, der schon mal da war, der im letzten Jahr schon mal da war. Der ein Rad mit einer kaputten Gabel hat. Und wir vorne an der Gabel einfach nur einen platten Reifen sozusagen ausbauen mussten. Furchtbar. Und wir einbauen mussten. Jetzt haben wir Schiebsferde gemacht, das ist auf eigene Gefahr. Er wurde letztes Jahr schon darauf hingewiesen, sollte das ändern. Hat das nicht gemacht. Die Ding bis jetzt gut. Ja, toi, toi, toi. Alle schick, alle toll. Was da passieren könnte. Und da will ich nicht dran schuld sein. Da habe ich mir jetzt so ein. Naja, soll er uns aus der Garantie rauslassen oder aus dieser Schuldkette. Moin. War Müll da etwa? Yay! Yeah. Nee, das ist nicht meine. Ich weiß ja nicht, was die Leute in meine Verpackung schmeißen, dass sie so stinkt, ey. Für mich das sind immer saubere Sachen bei uns. Ja, also ich verstehe das auch nicht. Wir machen die mit Essensresten drin oder so weiter. Ja, Katastrophe. Na ja, gut. Wie spät ist denn? 10 vor 9, Alter.
Alle Kinder hängen da dran, ne? Anouk, Lumen, Skadi und jetzt Ona. Alle hängen sich da dran. Na, super. Tada! So. Na denn. Gehen wir mal runter. Der Roller ist da. So. Mehr Kundenräder habe ich nicht, den kann ich auch gerne noch komplett schlachten. Genau. Denk an den Griff. Denk an den Griff. Nicht wieder hängen bleiben. Street Booster One on Packaging. Zack. So, na gut. Stecken müssen, ohne was zu quetschen. Und dann festschrauben. Genau. Wenn ihr oben Display, Folie abziehen, natürlich. Also, wir haben hier Werkzeug. Ja. Also hier oben, das ist hier einzeln. Das muss man hier raufstecken. Und dann hier festschrauben. Und zwar mit welchen Schrauben? Ich denke mal mit denen hier. Ja, vier Schräubchen, vier kleine Schräubchen im Paket. Und dann packen wir mal das andere Paket aus. Wir heben den erstmal raus hier. Ja, also ich glaube, das gucken wir uns auch mal auf. Wir heben den erstmal raus. Ah, das ist das Ladegerät. Stopp! Und es ist Vollgummireifen, ne? Perfekt. Kannst du jetzt kein Platten einfahren? Weil Schlauch ist, nö. Da ist da Metall dran. Wissen die? Da. Rechts. Da sind die gut aufgepumpt. So, gut. Ich mag ja mehr die Luftbereifung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber den Schlauchwechsel willst du da nicht machen. Doch, muss ich ja. Ja, du musst, aber du willst es nicht. Und wie hat man denn das hier ein? Halt. Mit der Bedienungsanleitung. Genau. Und nicht gleich am ersten Tag kaputt machen. So, ein nur Sträubchen. Okay, das nicht. Mit dem mitgelieferten Werkzeug natürlich montieren wir das. Die Bedienungsanleitung, das Datenblatt. Den Klappmechanismus.
Kundenbestätigung. Ja, das ist wichtig. Ja, brauchst du für die Anmeldung. Sicherheitshinweise, Übersicht, Lieferumfang, Fertigmontage, ab Seite 12. Muss man nach unten knicken, dann nach oben. Okay. Genau. Da. So. Zack. Und dann wird der irgendwie schon. Den vorschieben. Okay, also nur mit Gewalt nach vorne drücken, so ein bisschen. Mit leichter Gewalt. Und dann ist es schon schick. Okay. Montiert, verriegelt. Und Ständer hat er auch. Und einen Ständer hat er auch, ja. So, und jetzt hier haben wir ja noch den. Da muss noch mehr montiert werden. Oder nicht? Was ist denn noch dabei an Zubehör? Oder wartet? Ladegerät, denn hier eine Abdeckplatte. Die weiß ich allerdings noch nicht, wo sie hinkommt. Das ist der Kennzeichen, Alter. Wo machen wir den denn hin? Ja, wenn. Kennzeichen, Alter, kommt hier unten drunter angeschraubt. Beim Street Booster hier, da unten drunter. Zack. Kennzeichen, Alter. Hält. Ich drücke an und sehe, Ladezustand fast voll. Wow. 0 Kilometer. 0 km/h. Glöckchen. Bremse hinten. Was hat es damit auf sich? Keine Ahnung, nicht beschrieben. Ach, da hakt ne, der hier ein. Genau, beim Klappen. Ja. Beiseite schieben hier. Dann lösen, aber mit noch einer Sicherung drücken. Irgendwie anheben, ziehen. Nicht wirklich beschrieben. Wirklich nicht? Nein, kann ich nur aufklappen. Ah, so ein bisschen mit Widerstand. Dann hier da einhaken. Ach, gar nicht so schlecht. Und dann gucken wir mal, was das an Gewicht macht. Okay. Aber so schubkarrenmäßig kriegt man das schon gebacken. Ja. Natürlich nicht ganz leicht, aber man muss kein Gepäck bezahlen, das ist ganz gut. Und aufklappen ist wieder hier drücken. Ne, nee, hier nach vorne. Und dann hoch. Einmal klack und einmal klick. Das ist das ganze Geheimnis. Na dann, auf zur Probefahrt. Gut, böse. Los, Probefahrt. Probefahrt. Ja, so ja für dich. Ja, für mich. Ein Kamera. Dann suchen wir uns noch später den Knopf, wo wir das Licht anschalten. Tommy fährt Roller.
Ja, mit Energierückgewinnung ist das, deswegen ist das die Bremse tatsächlich. Lass mich auch mal. Das ist Jaffin? Ja, du musst schon immer anrollern. Das ist okay, ist halt was einfaches. 20, genau. Da ist er limitiert auf 20. 20, 21, 22 so. Mehr soll er nicht machen. Also auf der Straße würde ich mal richtig durchdrücken, aber hier ein bisschen. Naja, bei mir. Gerade ein bisschen zu viel Fußgängerverkehr. Ja, es ist ja mit Kennzeichen, also ist ja eh wahrscheinlich auf der Straße Fahrpflicht, was ja viele ja nicht machen. Versicherungskennzeichen brauchst du. Licht an ist so eine Sache. Einfach nochmal aufdrücken auf den Knopf, dann hat man Licht. Licht an, Licht aus. Wunderbar. Na, das ist ja simpel. Versuchen mit der Kamera. Gehen wir aus. Weil normalerweise muss man den erstmal einmal vollladen, sowieso. Das sollte man erstmal machen mit den Dingern. Aber gut ist ja, dass er so leicht zu handeln ist. Also, dass er gar nicht so schwer ist. Achim ist natürlich federleicht, da passiert natürlich nichts. Keine Belastung für das Ding. 21. Hey, Gewinner! Bist halt leichter. Ja, ehrlich, das mit dem Wippen ist genial. Ja. Tja, jetzt müssen wir nur noch zur Zulassungsstelle gehen und mal gucken, wie einfach das geht. Also Zulassungsstelle ist Quatsch, zum Versicherungsbüro. Und die werden ja dann Aufkleber hinten drauf pappen. Das ist ja kein Kennzeichen mehr in dem Sinne, das sind ja nur noch Aufkleber. Vielleicht haben sie die da. Und dann frage ich mal, was das kostet für das Jahr noch. Und dann kann man das Ding offiziell fahren. Und vermieten. Da guck mal, wir sind jetzt schon im Balken wieder weg. Mhm. Weil das Ding eben da hat nur eine so eine Solarladung. Das nehme ich ohne mit. Jetzt schließen wir ihn erstmal hier an. Die Stufen so runter oder am Bordstein so runter, das sollte man nicht machen, habe ich gesehen, weil dann sofort aufgeditscht und dann knackt das weg. Ja. Da muss man sie immer anheben hier. Also nicht einfach runterschieben oder runterfahren. Das ist eine Schwachstelle, wie ich finde. Ja, mit der Bremse blockierst du den Antrieb. Ja, aber mit der würde ich gar nicht bremsen, weil du hast ja die Bremse. Ja, genau. Dann hat er die Motorbremse. Also im Notfall, na klar, mit der anderen. Ne? Ja, schön, wunderbar. Ja, nettes Spielzeug. Nettes Spielzeug. So sieht das aus. Ladegerät ist natürlich ein Witz. Ja, da läuft natürlich keine Leistung durch. Das wird wahrscheinlich als erstes mal durchschmucken. 1000 Ladungen, ob der das mitmacht. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein Standardding. Das kriegt man überall. Wo ist denn jetzt der Anschluss zum Laden bei dem Teil? Ist denn der gut erreichbar? Der ist hier an der Seite irgendwo. Und der ist aber nicht offen. Da ist eine Kappe vor oder so, hoffe ich. Ja. Eine Gummikappe zum Aufklappen. Eine Gummikappe zum Aufmachen klappen. Machen wir mal nicht. Ja, warte, ich drehe mal ein bisschen. Da ist die Klappe. Mensch, ja, das ist ja gar nicht so schlecht, ist das nicht. Aber nicht so zu. Ja, müssen wir nur noch hier das entwirren. Na, genau. Weg. Rin ins Netz und gut. So, da zeigt er nichts an. Ja, aber klar, die zeigt rot an. Genau, heißt LED. Vermutlich. Grün wäre dann wohl fertig. Na ja, dann schieben wir die einfach da unten. Ja, große Kartons halt. Ja, große Kartons, genau. Wenn wir das wieder in den Karton machen und den wieder in den Karton und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Aber wieder ein bisschen Platz, genau. So, Luftbereifung, ja, da müssen wir wohl durch. Das ist halt so. Karton im Karton, wunderbar. Und super Bordwerkzeug. Jetzt brauche ich nur die Beschreibung. Den Adapter hier oben hin. Den solltest du immer in der Tasche haben, wenn du mit dem Ding unterwegs bist. Ja, den braucht man, weil nicht jeder Fahrradladen hat so einen Adapter zum Machen und Tun. Erstens das. Und zweitens, nicht alle Adapter passen.
Zwei Wohnen. Na gut, dann brauchen wir doch noch das. Das mit. Mein Ausweis brauche ich natürlich. Dann gehe ich das Ding jetzt anmelden. Oh, angemeldet ist er. Sollte was erzählen, was mich heute angerufen hat? Die JVA. Eigentlich ist nichts bei rausgekommen, aber ich freue mich trotzdem, dass sie angerufen haben, weil das war dieser mit dem Moderator und mit dem ich auch den Sporttest hatte. Und der hat gehört halt, dass ich mir das reingebrochen hatte und das ist natürlich total blöd. Und er meinte, dass es schade ist und dass ich mich auf jeden Fall nochmal bewerben soll. Die haben auf jeden Fall Interesse an mir. Und das Einzige, was ich dann machen muss, also den Online-Test und den schriftlichen Test, das ist gültig dann noch. Schön. Aber den persönlichen, ja, das muss ich noch machen. Aber er meinte zu mir, aber da sind sie ja beim ersten Mal auch so. Okay. Er meinte, ich soll auf jeden Fall mein Bein schonen. Und selbst wenn es jetzt in 6 Wochen verheilt ist, kann ich es ja nicht sofort wieder auf 100% belasten. Weil ich könnte noch mal Ende August zum Sporttest, aber nein, das reicht nicht. Und das, ja, da haben sie, müssen sie auch sagen, nicht, dass ich mich dann dort verletze oder so, das wollen sie natürlich auch nicht. Ja. Aber müssen sie das halt so machen. Und die haben halt auch ihre Vorgaben, daran müssen wir uns ja halten. Ich so, jetzt ist ja auch alles kein Problem. Ich freue mich total, dass sie nochmal angerufen haben. Und er schickt mir jetzt eine E-Mail nochmal mit den Daten und sowas. Ja. Ja. Das ist doch schön. Ja. Das klingt für mich so, als wenn die können sich an mich erinnern und die wollen auch, dass ich komme. Ja, das ist ja auch kein Quark erzählt da. Ja. Ja, Fakt ist, was ich sagen wollte, ist, das habe ich für Ona jetzt gekauft. Ja, das ist schön. Ja, voll schön. Das ist Onas erstes Rad. Rebel Kids. Ja, und ich freue mich. Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch. Ich freue mich darüber. Ja. Mit dieser Sache. Und ich freue mich darüber, mein Roller ist angekommen. Alles gut. Mein Bein tut heute schon viel weniger weh. Die Schwellung geht weg. Deswegen kann ich auch schon gut laufen. Hast du ja gesehen, was ich fast normal laufe. Willst du den Bäcker zurück oder was meinst du jetzt? Ja, es ist schon eine heftige Strecke. Ja, klar, mit dem rochenen Bein. Alles gut, alles super. Ich finde toll. Ohne zu humpeln. Läuft. Du kannst normal bewegen gerade. Ja. Das Einzige, was bei meinem Bein ist, was instabil ist, dass ich so wegkippe. Und dass, wenn ich die anwinkel und mich dann hinhocke, das vergesse ich nämlich jetzt gerade, weil ich keine Schmerzen mehr habe, dann spannt das ganz gerade hier oben dran. Mhm. Das ist ganz komisch. Und dann merke ich wieder, ach, das soll ich ja eigentlich nicht machen. Und wenn jedes Mal, wenn der Postbote klingelt, weiß ich, warum ich Arbeit nehmen muss. Oh, was für ein Tag. So, ihr habt gesehen, der Roller kam an. Den habe ich euch kurz mal vorgeführt. Den haben wir ausgepackt, zusammen aufgebaut. Da war damit dabei. Heute ein ganz kurzes Video offensichtlich. Ne? Da war nicht viel zu tun. Es war ganz wenig los im Laden. Wir haben so ein bisschen Quatsch gemacht, ein bisschen rumgealbert, rumgeblabbelt. Als meine eigene Rede habe ich ein bisschen aufgebaut. Jetzt zum Schluss noch das Klein. Das habe ich aber auch nicht explizit gefilmt, was so nebenbei. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder, vielleicht mit irgendwelchen anderen interessanten Dingen oder eben mit dem gleichen langweiligen wie bisher immer alle. Ne? Dabei bleiben wir. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.